Kennst du das auch aus der Küche? Da hast du endlich was Neues ausprobieren wollen und das auch getan und dann, naja, mir geht es da so. Das sind Bratlinge, die sollen so eigentlich ein Klopsersatz sein, ne? Fleischlos. Da habe ich eine Sechskornmischung quasi verarbeitet dazu, also gekocht und Zwiebeln dran und Gewürz und so weiter, aber irgendwie Ei drin. Ist die Konsistenz nicht so doll. Jetzt ist mir das aber zu schade, weil es sind ja gute Inhaltsstoffe. Zu schade, das wegzutun. Und deswegen probiere ich was Neues. Ich bin Donja Claudia. Mein Thema ist Kreativität im Alltag. In meinen Videos zeige ich dir, wie ich das so mache. Also, wenn du magst, bleib dran und guck mir weiter zu. Viel Spaß! Das ist jetzt das Ausgangsmaterial quasi. Also hier siehst du, hier habe ich die einfach so, siehst du, das ist ziemlich fest. Habe ich die einfach klein geschnitten, das wird die Einlage. Und dann mache ich jetzt so eine Art Curry. Gemüsebrühe, Kichererbsen, Kokosmilch, etwas Gewürz und dann noch, was da reinkommt. Schoten in den also eine so eine süße Zwiebel, die schmeckt, kennst du die? Die schmecken irgendwie besser. Staudensellerie, bisschen Knoblauch, das ist mein eigener. Da habe ich, kennst du das? Den Keim rausgemacht. Da sagen die dann immer, dass dann der Geruch nicht so stark ist. Na, ich weiß nicht. Eine Birne, die weg musste, weil die hatte eine angematschte Stelle und eine Banane. Und dann kommt noch dazu, warte mal, ich muss mal an den Schrank gucken. Dann kommt noch dazu Curry. Was habe ich denn hier noch? Ach, das ist eigener Fenchel. Warte mal hier. Das kommt noch dazu Ingwerpulver. Sonst nehme ich ja den frischen Ingwer, aber da müsste ich ihn jetzt wieder rausfummeln. Und hier Kurkuma. Ist zwar auch ein Curry, ja. Und hier noch ein bisschen Kreuzkümmel. Genau. Bisschen Kreuzkümmel und was zum Schärfen. Ah, ich glaube, das ist in der Mischung da schon drin. So. Im Wok brate ich die Zwiebeln etwas an in Kokosöl und schwenke das alles so ein bisschen durch, gieße es auf. Kokosmilch dazu, legt das alles rein und lass das so köcheln. Ja, mal gucken. So, jetzt hoffe ich mal, dass du mehr siehst als mein Bauch hier. So geht das los. Das ist Bio-Kokosöl. Ich glaube, das geht immer am besten. So, mal gucken. Ja, kann man nehmen. Ich werde ein bisschen lauter sprechen, dass du über das Gas hinweg meine Stimme hörst. Das ist der Knoblauch. Und die Gewürze wieder nach Gefühl, weißt du ja, kennst du ja mein Gefühl. Es ist nämlich immer gut, Gewürze ein bisschen mitzubraten. Da muss ich aufpassen. Das ist hier, weißt du, das habe ich doch in Südafrika gekauft. So was Spiciges. Ah, ich glaube, das war wieder ein bisschen zu viel. Okay. Staudensellerie. Schade, dass du es nicht riechen kannst. Schoten.
klein geschnittene Birne. Banane für das Süß-Pikante. Ingwerpulver. Okay. Salz. Kokosmilch. Aha. Ne, der Löffel taugt ja nicht. Brauche noch einen neuen Löffel. Gemüsebrühe. Es ist inzwischen dunkel geworden, ich muss da noch was anderes machen, aber jetzt geht's weiter. Kommen Kichererbsen rein. Falls du Kichererbsen nicht kennst, das sind Hülsenfrüchte. Und die haben viel Eiweiß. Aber weißt du, was hier noch reinkommt? Zitrone. Hol ich dann gleich. Eine halbe Zitrone, obwohl ich glaube, ich hole die andere auch noch. So, sieht gut aus. Und schmeckt dann hoffentlich auch so. Ja, deutlich besser. Das köchelt jetzt noch etwas vor sich hin, aber nicht mehr lange. Und ich denke, oh ja. Das ist eine gute Alternative zum Wegwerfen, oder? Ich glaube, das ist noch ein gutes Essen geworden. Also, das war's für heute. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben und abonniere meinen Kanal, dann bleibst du dran. Tschüss, sagt Doña Claudia.